Pleite beim Auftakt der alpinen Weltcup-Saison, MotoGP-Sieg für Alex Rins und die ÖFB-Cup-Auslosung bringt ein Topspiel fürs Achtelfinale. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Endlich wieder weiße Pisten und spannende Rennen. Am Wochenende fand in Sölden der Auftakt der alpinen Weltcup-Saison statt. Für das ÖSV-Team gab es am ersten Wochenende aber keinen Grund zum Jubeln. Die Ergebnisse der Frauen als auch der Männer waren die schlechtesten in der Geschichte der Rennen auf dem Rettenbach ferner. Dabei landet Stefan Brennsteiner gestern beim Weltcup als bester Österreicher nur auf Platz 17. Ganz im Gegensatz dazu feiert der Norweger Lukas Bratin gestern im Riesentorlauf seinen ersten Weltcupsieg. Auf den Plätzen 2 und 3 landen die Schweizer Marco Odermatt und Gino Kawitzel. Die MotoGP ist in dieser Saison so abwechslungsreich wie noch nie. In den bisherigen 10 Rennen gewinnen 8 verschiedene MotoGP-Piloten. Gestern holt sich beim WM-Lauf in Aragon Suzuki-Pilot Alex Rins den Sieg. Er setzt sich vor Alex Marquez auf Honda und Joan Mir auf Suzuki durch. Die Spannung spitzt sich von Rennen zu Rennen mit ständig wechselnden Piloten an der WM-Spitze zu. Mit Rang 3 in Aragon holt sich Joan Mir die WM-Führung von Quartararo, der nun auf dem 2. Platz in der Wertung liegt. Für den Franzosen gab es, obwohl er von der Pole aus gestartet ist, bei diesem Grand Prix nichts zu jubeln. Der Yamaha-Pilot bleibt als 18. ohne Punkte in Aragon. Es geht weiter für alle Tennisfans. Nach dem Indoors in Köln folgen nun die Bet1 Halks Championships, das nächste ATP-Turnier in der Domstadt. KRONE.at überträgt wieder jedes einzelne Spiel live. Auch Österreichs Dennis Novak ist wieder mit am Start. Und spannend wird auch, ob Zverev sich das Köln-Double sichern kann. Gestern gewinnt der Deutsche im Finale der ATP-Tour gegen Felix Auger Aliassime mit 6:3, 6:3 und sichert sich damit seinen Heimsieg. Dieses Wochenende wurde die zweite ÖFB-Cup-Runde gespielt. Von 16 Spielen konnten 14 planmäßig über die Bühne gehen. 2 Spiele werden aufgrund des Coronavirus verschoben und Anfang November nachgeholt. Dennoch gab es einige Überraschungen in den letzten 3 Tagen. Mit der Admira, Tirol, St. Pölten und der SV Ried müssen sich gleich 4 Bundesligisten aus dem Cup verabschieden. Interessante Spiele im Achtelfinale hat gestern die Auslosung für die nächste Runde gebracht. Im Dezember empfängt Titelverteidiger Red Bull Salzburg Rekordmeister Rapid Wien um den Aufstieg ins Viertelfinale. Beide Teams sind auch schon in den vergangenen Saisonen in diesem Bewerb aufeinander getroffen, wobei die Bullen immer die Oberhand behalten haben. Am Samstag um 17 Uhr hat das Spitzenspiel der Spusu-Liga zwischen der Erber UHK Krems und HC Linz AG stattgefunden. Dabei findet bei den Kremsern zum ersten Mal ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit wegen den Coronavirus-Maßnahmen statt. Das erste Tor im Match machen die Linzer. In der 8. Minute bringt David Nick dann den UHK erstmals mit 5:4 in Führung. In der 18. Minute erhöhen die Niederösterreicher auf 12:7. In der Halbzeit gehen die Mannschaften mit 16:13 in die Kabinen. Rasnik schießt gleich nach der Halbzeit das erste Tor und stellt auf 17:13. Der UHK verteidigt seinen Vorsprung zu Hause immer weiter und erhöht bis zur 40. Minute auf 22:15. In den letzten 15 Minuten setzt der Trainer der Kremser die gesamte Bank ein. Die Mannschaft holt sich zu Hause schlussendlich einen verdienten 35:28 Sieg in der leeren Halle. Das waren die wichtigsten Infos des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die neue Woche und wir sehen uns morgen wieder hier im KRONE.at Sportstudio. Boom, 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 boom.